kommen wir jetzt auch zu der neuen Folge, Folge Nummer 10 von Rap La Rue. Letzte Folge. Echt? Ist das jetzt die letzte Folge oder was? Okay, ich bin bereit. Let's go. Diese ganzen Namen, die man sich jetzt merken muss, ne? Oh Mann. Kommen diese Folge schon die Joker? Echt? Ist das schon die Folge? Also Leute, ich sag's euch so, ich habe damals Marbella abgegeben. Ah. Und Bruder, ich hatte ein ganz gutes Gefühl, aber jetzt nicht so ein brutales Gefühl. Ich hab gedacht, okay, Tamam, ich komme bestimmt weiter so, aber Feedback war ja behindert. Habt ihr doch gesehen wahrscheinlich, weil das Feedback war behindert. Boah, ein super Feedback. Und das hat mich auch echt gefreut so. Yo, der nächste Kandidat ist Hamdi. Yo. Freu Yo. Mich auf deinen Auftritt. Auf geht's, Saragossa, auf geht's, Bro. Okay, let's go. Hamdi. Ist das ein Glockenbeat? Verfolge die Superstar-Spur, Thronanwärter so wie Tutanchamun. Bis ich im Huracan Cruise, Hidden Up Music wie Tupac Shakur. Auf der Jagd für die Patte im Portemonnaie, du willst testen, komm her, zeig die Kostprobe. Ach, ich liefern die Packs für die Sportmode. In der Nacht unterwegs in Gottlose. Nike TN ist mein Dresscode, Jungs aus der Hood, Bra, wir leben gesetzlos. Linke Spur bis Grenze, España, El Matador, Valverde, Ernesto. Häng mit Bradas in Tiefgaragen, vor Sirenen, ein Sprint so wie Dani Alves. Hellblaues Trikot von Riyad Mahrez, aber blutrote Schüsse wie Cali Cartel. Laufen durch Batimo. Wie viele Tränen fließen hier? Ich sage euch ganz ehrlich, ich finde, der Beat wird ihm gerade gar nicht gerecht. So soll ich mal ehrlich sein, der Typ hat eine sehr gute Energie. Ich finde, der hat eine sehr gute Abwechslung. Ne? Mal geht er in die Kopfstimme hoch, dann float er wieder durch, dann singt er ein bisschen so. Der hat sehr viel Abwehr, aber der Beat, finde ich, wird ihm gar nicht gerecht. Also wenn ich das jetzt gerade vergleiche mit den Beats, die bei Icon jetzt in der Dingens aus, ich finde den leider nicht so krass produziert, Mann. Schade, Alter. Wäre da ein anderer Beat drunter, glaube ich, wäre das von der Unterhaltung noch mal krasser. Er war Icon 4 Dritter. Wow. Okay. Krass. So muss das sein, Mann. Weiter hustlen. Immer weiter, Mann. Okay. Zieh die Sonnenbrille wieder auf mein Bra. Früher kein Cent im Gepäck, abgefuckt und es verging gar kein Tag. Ohne Gedanken, wie komm ich am Fluss? Schieb meine Texte mehl in den Zug. In meinem Kopf, wie ich geh Waggon Cruise. In meiner Weste von Canada Cruise. Kruze wie ich schuf, das ist Langenfelder Fuchsteil. Alles cool, ich bin dazu in der Uhrzeit. Jage Fluss und wir flüchten vor dem Urteil. Bulle sucht mich, keine Schuld, so wie Shook Knight. Habibe, bleib tranquil, ich bin wieder unterwegs. Hab keine Zeit für dich, weil mein Fokus liegt auf dich. Wie viel Abwechslung willst du eigentlich gerade in diesen Part bringen, Mann? Das ist, glaube ich, gerade, ich habe das Gefühl, er hat den längsten Text von allen bisher und float da wirklich sehr, sehr clean durch, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr clean. Ich will nicht mehr sehen. Ich bin im Bett, da treffe das Lenkrad. Papa, der neue Fusirin. Vertrau Kaim in der Siedlung. Alle wollen sehen, wie du gehst. Minus von der Strat auf die Million. Komm aus dem Block mit meiner Visa. Saragossa. Ich spüre die Augen von euch, das ist normal. Hyänen im Nacken, weil keiner konfrontal. Aber von ihnen kann mir keiner was. Denn ich brenne schlimmer als die Sonne in Saragossa. Und ich brenne durch schon 200 km/h. Habiba, für dich keine Zeit, ja, Wallerfall. Haare fliegen im Wind in meiner Favela. In Favela, in Favela. Okay. Energie. Ja, Bruder, Hamdi, ich muss sagen... Sehr viel Abwechslung, muss ich sagen. Ne? Boah, holy shit, war da viel drin. Angefangen hast, wie du reingekommen bist, fand ich die Melodie ein bisschen schwach und so. Und dachte so, boah, geht so, Bruder. Aber dann hast du mich mit der Hook noch gekriegt und mit diesen Backing-Vocals ja. und so. Mit dieser Crowd-Performance diese Crowd, und sowas. Ja, das hat dann doch ein bisschen Energie gegeben. So. Ja. Deswegen Props dafür, Bruder. Hast mich doch noch überzeugt, ja, auf jeden Fall. Ich muss ergänzen sogar, Hamdi, ich habe bei dir am Anfang in der ersten Runde deine Lyrik bemängelt. Und um ehrlich zu sein, hast du es diesmal richtig gut umgesetzt. Du hast versucht,
oder was gut gemacht, was schöne Nomenreime gebracht. Die Hook hat mich natürlich geschockt, also die war super, die würde ich sogar 10 von 10 geben, war eine runde Hook. Sugar hat während deiner Performance was mitgesungen, also mitgesummt, so eine Harmonie. Du kannst gerne drauf eingehen, Bruder. Ja, das ist halt so eine ganz hohe Harmonie, die ich da gehört habe, die man noch hätte reinmachen können. Ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber ich denke, dass du, wenn du im Studio bist, einfach mal auch so ganz hohe Töne ausprobieren solltest, ja, mit dem Produzenten. Hart auf hart, pitch das hoch. Hey, Skandal, so. Brudi, haben wir schon so, gemacht, ich würde dir das am liebsten eigentlich auf den Beat zeigen, so, dass der das mal eigentlich hört, so wie das klingen kann. Vielleicht machst du es nochmal an. Vielleicht schicke ich ihn einmal zu dir und du performst dann mit ihm oder du hilfst ihm so ja, coachmäßig. Ja, ich schaffe Bro, das ist weißt auch kein du? Problem. Boah, weißt cool. du? Aber da kann man auf jeden Fall noch viel mehr rausholen. So für mich, ich hatte nur einen so Punkt, wo ich ein bisschen, du brauchst mehr Pausen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das war sehr, sehr, sehr viel, Bruder. Zu eng. Ja, das war wirklich viel. Alles rein. War wirklich Bruder, viel. Du kannst ruhig Pausen lassen. So. Du hast den Beat schon gut rasiert. Du hast ihn gut gegeben. So. Ich glaube, der wollte krass, richtig Vollgas geben. Ne? Ich fand's gut. Die Hook war sehr gut. Ich fand's gut. Die Hook hat mir sehr gefallen. Ey, ich hab, also, gerne mal eins in den Chat, ne, wenn ihr das auch glaubt, Alter. Aber ich habe das Gefühl, Omar ist langsam aber sicher am Ende. Der kann nicht mehr. Das hat man letzte Folge schon gemerkt. Man merkt es immer mehr. Ich bin gestresst, also ich mich ein bisschen gestresst gefühlt und zu wenig Pause. Oh, schöne Zwischensequenz. Dann sollte es vielleicht einfach nicht diese sein. Beats, man muss ne? man einfach loslassen. Was geht ab, Alter? Alter. Ja. Also man merkt auf jeden Fall, dass der an seine Grenze kommt. Auf jeden Fall, ja. Wie geht's, Bruder? Hey, hast du eine neue Frisur? Kann das sein? Ja. Hast du eine neue Frisur? Aber der hat so eine positive Ausstrahlung direkt, Ilo. Ne? Okay. Wenn er kommt. Du sagst mir ab, irgendwie veränderst du dich gerade von Tag zu Tag. Und unsere beiden Herzen schlagen ja nicht am gleichen Tag. Counter! Ich versuch zu kämpfen, doch ich glaub, es ist egal. Mehrlich, ich komm schon klar. Es ist nur mein Herz, lass es brennen, bis es ausgeht. Tritt ruhig weiter drauf, auch wenn's bricht, ich werd aufstehen. Es ist nur mein Herz, lass es brennen, bis es ausgeht. Ich bin für dich unsichtbar. Oder? Und was ist noch bei dabei? Dir, das war nur ein Zwischensong. Das war einfach nur ein Zwischensong. Sag ich dir ganz ehrlich, bei dir, wo sie gekommen ist, da ist mir okay, komm, aber dann hat sie mich direkt weggehauen. Und der Bruder, also wirklich jetzt nicht nur wegen Dings, ne, alle Songs waren sowieso, sonst wären wir ja nicht hier. Aber insbesondere bei dir, und Bruder, ich hab dir vorhin erzählt, Auch diese, was du jetzt für die zweite Runde machst, was ich gehört hab, ne? Le Malat, auf geht's, mein Bruder, das ist dein Moment. Boah, sieht das alles ästhetisch aus. Wow, Le Malade. Oh, klar. Sie ist verliebt. Baby girl will ein Birkenback. Baby girl will ein Birkenback. Birkenback. Sie ist verliebt. Baby girl ist nicht weit entfernt. The Birkenback ist so heiß begehrt. Birkenback. Sie ist heavenly, so magnifique. Arrogant, elle ist jolie. Make-up ist von Maybelline. Bin ein King und brauch ne Queen. Doch ich bleib wachsam. Kauf dir alles, wenn du willst, Mama. Feier mein Comeback, wenn ich jetzt wandern. Unsere Tage sind gezählt, ich mache jetzt larger. Du bist mein Baby. Also ich muss das erste, was ich sagen muss, der Typ hat einen Star-Appeal, Alter. Also das sieht so unglaublich ästhetisch und schön aus, muss ich sagen. Der Beat ist auch wieder so ein Afro-Beat, finde ich wunderschön. Also sehr geil, dass wir da auch mal eine Abwechslung haben. Ich muss sagen, stimmlich, ich fand jetzt zum Beispiel in der letzten Folge Breel zum Beispiel, fand ich einen Ticken interessanter, muss ich sagen. Irgendwie in seinem Stil, in diesem Ding, was er macht, wisst ihr?
Aber wir gucken erstmal weiter, wer natürlich in der Runde noch ist. Ich ist der Ball. Und er ist am Nubiakwa. Ich frage mich, wann wir jemals ein Paar. Du bist mein Baby. Baby ist Hölle, mein Leben. Ich ist der Ball. Und er ist am Nubiakwa. Ich frage mich, wann wir jemals ein Paar. Sie ist Berlin. Baby girl, will ein Back and Back. Baby girl, will ein Back and Back. Back and Back. Sie ist Berlin. Ich muss sagen, Birkenback, irgendwie dachte ich, das klingt geiler. Habe ich gedacht. Was ist Birkenback? Das sind diese ganz teuren Taschen. Da hat doch, war das DJ Yeezy, der zusammen mit, oh, ich weiß gar nicht mehr, mit Luciano den Song gemacht hatte? Ich weiß gar nicht mehr, der hieß auch Birkenback. Das sind diese ganz, ganz teuren Taschen. Sag, du bleibst für immer hier. Doch ich glaube, du hast dich verirrt. Unsere Connection war ein Kinderspiel. Doch ich muss weg, bevor ich mich verliere. Alle, die sagten, ich kann Gefühle sehen, sind am Ende die, die alles mit den Lügen drehen. Du weinst mi, 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 mi. Ich geb dir Biberer. Femme, mir selber, komm, mit dem Lack. Karo für zwei Jahre, das wird zu Dach. Mi, 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 mi. Kali und Miesi, ja, das kann auch sein, das kann auch sein. Stimmt. Sie ist Berlin. Ey, ich muss sagen, ich find's nicht schlecht. Also auch gerade das mit diesem Mimimi fand ich ganz witzig. So, ich find's nicht schlecht, aber ich muss sagen, dass ich andere da ein bisschen interessanter fand tatsächlich. Ich finde immer noch von der Appearance, vom Auftritt her, finde ich den sehr, sehr, sehr gut. Also der tanzt und das sieht alles einfach schön aus, so, das muss man einfach sagen. Aber ich glaube, so songtechnisch fand ich ein paar andere ein bisschen interessanter. Baby girl, will I back and back? Baby girl, will I back and back? Back and back. Sie ist lonely. Baby girl, ist nicht weit entfernt. The back and back ist so heiß begehrt. Back and back. Aber... Und ich glaube, jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, als Song finde ich es trotzdem gut. So, ich glaube, den würde ich mir trotzdem geben. So. Nur für einen Contest glaube ich halt, dass wir glaube ich, ein paar stärkere haben. Glaube ich. Allein dieses Slow Motion sieht so gut aus bei ihm, Mann. Der Songtext ist aber mal was Chilliges, nicht nur Gangster-Drogen. Ja, ich muss aber auch sagen, jetzt, also tut mir leid, aber letzte Folge, Saint etc., ist jetzt auch nicht Drogen, Gangster oder sonst was gewesen. Generell die ganz, also man muss ja fast sagen, die ganze letzte Folge war ja nicht wirklich in diese Richtung, ne? Oder die Folge davor, da hatten wir ja auch ein paar Leute immer dazwischen. Also immer zu sagen, ja, aber ist es jetzt mal nichts, was Gangster ist und so weiter, ist halt auch kein Maßstab, finde ich, für einen Contest, oder? Aber soll jeder für sich machen, ne? Soll jeder für sich entscheiden, ist doch völlig okay. Trotzdem finde ich, hat der einen gute Ausstrahlung. Bei dieser Song, sehr rund, sehr stabil. Irgendwas hat mir trotzdem gefehlt so. Und ich hab ein paar Sachen aufgeschrieben. Eine Sache zum Mix tatsächlich. Ich habe gesagt, Vocals haben zu viel Reverbs. Wird ein bisschen matschig und schwammig so, weißt du? Unverständlich auch ein die bisschen. Die Hook fand ich ein bisschen zu simpel. Vielleicht noch ein, sie ist verliebt, austauschen durch einen anderen Satz oder ein Birkenback durch einen anderen Satz oder sowas. Um was geht's in dem Contest? Darum, dass der Mainstream es feiert oder wer bessere Technik hat? Also sind wir mal ganz ehrlich, Mainstream. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir am Ende jemanden haben, der irgendwie bei Technik 10 Punkte hat und weiß ich nicht was. Also ich glaube, es geht um den Vibe, es geht um den Gesamtauftritt, würde ich jetzt einfach sagen, oder? Also, glaube ich. So, noch eine Kleinigkeit noch bei der Hook und dann wäre so sehr, sehr geil, finde ich. Ich fand deine Performance sehr fresh, Bro. Diesen Mittanz, Bruder, wie ein Star auf jeden Fall. Hast du sehr gut gemacht. Ja, alles in allem sehr stark. Le Malat. Sehr authentisch. Ja, das sind unsere Rhythmen. Hat mir gefallen. Aber ich denke, du musst auf jeden Fall auch ein paar Messlatten draufsetzen, so, weil es Meine gibt jetzt auch. Schon viele, ja. die wirklich sehr ja. gut sind und weiter sind. Und es wird immer schwerer so. Es ist kein Fallobst mehr dabei. Ich fand im ersten Part vor der Hook geile Flow-Passage, war super Übergang in die Hook, geile Einleitung und bleibt auch im Ohr. Ich fand den Beat cool, ist mein Geschmack. Und
was ich auch finde, was du richtig gut gemacht hast, ist, du bist, also es gibt immer einen Unterschied. Leute machen einen Song oder Leute machen einen Song. Und du hast einen Song gemacht, so. Oder du hast versucht, einen Song zu machen. Bruder. Ja, nicht jeder Song ist ein Song. Es fehlt immer so viel, es fehlt immer da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Und du bist auf jeden Fall auf den richtigen Weg, ein guter, kompakter Künstler zu werden. Ich fand den Track geil. Voll. Ich find's geil, ist ins Ohr reingegangen. Voll. Wirklich, als Song wirklich schön, definitiv. Leute, die diese Genre besser bedienen können, aber jetzt in dieser Gruppe bis jetzt hat mir das am meisten gefallen und es war ein geiler Kopfnicker, aber das haben jetzt gesagt, ab jetzt, also ab demnächst geht es um viel Geld und um viele Chancen und um viel Reichweite und um Verträge und dann geht's Business richtig los und auch an den Rest, jetzt... Ich liebe das, wie du dich ausdrückst. Ich bin auch 100% deiner Meinung. Ich fand, haben die ein Stück stärker? Wegen der Hook so, das hat sich ein bisschen abgehoben, aber das war auch. Äpfel mit Birnen. Genau, ja. Ich vergleiche gerade nur intern, was ich bis jetzt in dieser Gruppe gesehen habe. So muss ich sehen, weil sonst. Ja, genau. Ich weiß. Oder was ich noch sehen werde. Aber bis jetzt hat mir gefallen. Ich kann jetzt ihn nicht mit einem von der zweiten Gruppe vergleichen und sagen, oh, aber der ist mir so im Kopf hängen geblieben. Wenn ich da eine Messlatte an ein paar Leute was ich mache, dann... Wir können das zum Glück machen, ne? Wir können das machen, Mann. Gebt Gas. Die Chance gibt's nur einmal. Und die Runde ist schon... Also diese Competition ist schon hart. Aber ich will mir nicht vorstellen, was für Tracks ihr bringen müsst, wenn es nach dem Ding hier geht. Ich schwöre, dann müsst ihr echt jetzt... So eine Gruppe mit Breel, der Bruder gerade eben, Saint und noch so... Boah, so eine reine R&B-Gruppe. Und dann, wie gesagt, davon zwei Stück... Boah, Junge, das wird geistesgestört, die nächsten Folgen, ne? Keine Diskussion mehr. Wirklich. Die nächsten Folgen werden richtig wichtig, Mann. Okay. Okay, check. Avi, 400. Ewa. Wesh. Trikoyama. Wesh. Kilos voll Sada. Wesh. Hamdela Sava. Wesh. Salam, mein Habat. Salam, salam. Ciao, Ani Bashi. Wat du bin dreckig, doch schenke Sympathie. Empfang die Gäste voll Liebe wie Paris. Einfach wird Haram, mein Mohammed Ali. Wesh, amigo. Haschisches Creme wie die Benz Lackierung. In dem Quartier Toni Sender Siedlung. Ich bin Pate im Bendo wie Celta Vigo. Ewa. Tach, tach, mach die Giro Cup. Dem ist die ein Salto wie Miroslav. Ein Silberpassat, komm in Kripus an. Zu viel Kopfix, da hilft auch kein Grippuster. Ewa. Gelly Packs, Baum verbrennen es. Pflanz wie Baum und pflückt dann Enabel. Rauch mich scheiße, rauch dann drei. Krieg dann Hunger auf, Männemann. Es ist erst 12 Uhr morgens. Telegram sagt mir, welche Sorte. Ich denk nicht an Morgen. Elo, Elo. Gefragt, Mann. Muss Mutter ficken, denn ich. Warte, warte. Egal. Kiki. Jack. Elo, Jack. Muss mit der ficken, denn ich brauche ein paar Reimlücken. Schnelle Pater, ob mit Drogen oder Einbrüchen. Jetzt meine Liebe, doch ich kann dir leider nichts bieten. Miese Schulden, doch im Kopf will ich verbringen. Wer war das davor mit dem Flow, Mann? Das war nice. Das war cool. Trikoyama. Moel. Wie fandet die Runde 1 eigentlich? Habe ich den schon gesehen, Moel? Solide. Ich fand den cool. Ich finde jeder, der in dem Fall weitergekommen ist, hat abgeliefert. Jeder ist deshalb weitergekommen. Doch, der Name sagt mir was. Doch, der Name sagt mir was. Und der nächste in der Gruppe. Obi, machst du einen Song oder machst du einen Song, Digga? Warte mal, ist das der von Hamdi rausgeworfen wurde? Ist das der, den ihr vorhin meintet? Nein, als ob die in einer Gruppe sind. Wie geil ist das denn bitte? Also das heißt, Hamdi hat einen dritten Platz gemacht, der hat den vierten Platz gemacht, oder was? So eine kleine Revanche, ne? Okay, das finde ich cool. Machst du einen Song oder machst du einen Song, Digga? Okay, machst du einen Song oder machst du einen Song, hä? Okay. Es ist ja jetzt ein direktes Battle für uns, ne? Redest von S-Class, du blöd von Bibo. Dein Ex war Bachelor und ich Gambino. Wenn einer Flex fragt von meinem Primo. Doch wenn er mal Stress macht, die Nerf im Trikot. Nichts wie es war, sag mir, ist das nur ein Traum. Ich seh dich mit deinem anderen, wir waren wie die Zelle Sau. Greif ich wieder nach den Sternen oder wander ich im Bau. Wallah, Gag, mach mich zu blind, Baby, wem soll ich vertrauen? Keiner sagt mir, ob es echt war, Zeiten verändern. Bereue keine Stunde, bin gezeichnet wie Rembrandt. Durch City ohne Ziel in einem Trikot von England. Hören sie meinen Sound auf verschiedenen Sendern. Hollywood, Bap, Bap, Uello, flüstern, Bap, Bap. Nehme jedes Risiko, damit du es verstehst. Nur
Bitcoin zu deinem Bach, Bach, Bulletproof dein Bach, Bach. Lass uns doch mal schauen, wohin die Reise heute geht. Redest von S-Class, nur Bluffer Bibo. Bluffer Bibo, Bluffer Bibo. Wenn du noch Flex frei von meinem Primo. Calabria, Geschäfte wie die Mafia. 9mm, full nice out mein Kaliber. Kugeln sind pechschwarz, unbezahlbar so wie Kaviar. Herzen bleiben kalt, du tippst Sinne immer. Ich finde, der hat eine coole Stimme. Wollt aber... Wollte nie so sein wie du, streck Koks, du Tamat. Kiki auf dem Roller, Perl, weiß, Hurakan, Face, Steak auf meinem Teller, stürm ich heute in den Supermarkt. Bist du tot in meiner Homer-Fotze, wenn die Puta fragt? Fahrt die Liebe auf der Street mit Marons aus Mignes. Alles paradox, meine Liebe war Tristesse. Der Bulle an der Tanke will schon wieder nen Piss-Test. Erfahrung archiviert, hat die Schule wie Discount. Kein Souvenir, wenn du noch Flex frei von meinem Primo. Calabria, Geschäfte wie die Mafia. 9mm, full ist dort mein Kaliber. Kugeln sind pechschwarz, unbezahlbar so wie Kaviar. Herzen bleiben kalt, mit Sinne in meinem Areal. Okay, boah, schnell, schnell, bevor die reden. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang, als es angefangen hat, fand ich es irgendwie super, wie soll ich sagen, energielos. Also irgendwie, es war sehr langsam und irgendwie, weiß ich nicht, ich muss sagen, da hatte mir der Hamdi einfach direkt so eine Energie entgegengebracht, wo ich sagen muss, das hat mehr geklatscht irgendwie. Aber im Laufe des Songs irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es ist ein massentauglicherer Song. Also es ist nicht ganz so, ich will es jetzt mal stressig nennen, es passiert nicht so viel, es kommen nicht so viele Abwechslungen, es ist nicht die ganze Zeit das und dann wieder das. Wenn es aber um einen Contest geht, meiner Meinung nach, dann hat Hamdi meiner Meinung nach ein bisschen mehr abgeliefert so. Aber wenn es jetzt darum ginge, was ich glaube ich privat eher hören würde, glaube ich, würde ich eher das hören, ne? Also, glaube ich. Ich will jetzt nicht sagen, ja, die Stimme fand ich manchmal ein bisschen leise. Ich fand generell so vom Ding her, hatte ich, wie gesagt, das Gefühl bei Hamdi kam einfach mehr Energie rüber. Ne? Für einen Contest meiner Meinung nach optimal so, aber ich glaube, das würde ich eher privat hören. Ey, und ich muss auch sagen, lyrisch waren da ein paar echt leckere Dinger dabei. So, allein dieses, was war das? Gezeichnet wie Rembrandt, gebildet wie Häuser in England, glaube ich, war das, ne? Gebildet, ne? Bild und so weiter und so fort. Also, da waren schon ein paar leckere Zeilen so mit dabei, so. Boah, schwierig zu sagen gerade, ne? Schwierig zu entscheiden, muss ich sagen. Hast du echt, Fran? Obi! Ja, ich fand, Obi hat wirklich, ja, Bro, solide abgeliefert, Alter. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war halt ein bisschen so bei der ersten Melodie, war ich weg, so bei der ersten Hook. Am Ende hat er mich wieder geholt, so. Ey, er ist auf jeden Fall. Ohne Scheiß! Ja, Mann, genau das war's. Hat ja. Sehr stark gewesen. Ja. Und, Hatte ich auch. Ja, ich glaube. Sugar, ich kann mich anschließen. Es gibt ein Problem, was ich habe. Das ist seine Entwicklung. Au. Er war ja bei Icon damals, Finale, so. Und, also, er ist ein super Typ. Krasser, aber starker für ihn Rapper. Keine Entwicklung wahrscheinlich, aber oder? Aber es hat sich von da aus bis jetzt nicht viel getan. Nicht viel geändert. Er ist immer der gleiche, so. Und meine Befürchtung ist, dass das einfach jetzt so das Ende ist. Also sein Maximum wurde erreicht, so sein Zenit ist erreicht. Und er kann auf diesem Level 1000 Songs machen, so, aber auch nicht mehr. Und reicht dieses Level aus, dass er mit den Größten mitspielt? Ich sag mal ja und nein. Es gibt wahrscheinlich Songs, die kommen besser an, es gibt Songs, die kommen nicht so gut an. Ich habe mir das ganz fest aufgeschrieben, die Entwicklung. Ansonsten auch noch positive Worte. Es war lyrisch in dem Part sehr stark. Die Mellow nach der Hook habe ich nicht so gefühlt. Das war nicht so meins. Das war ein bisschen langsam für mich so. Auftreten war selbstsicher. Ja. Also ich würde da anschließen, wo du nicht aufgehört hast bei der Entwicklung. Ich kenne Obi auch schon ein paar Jahre. Ach. Und ich habe gar nicht mitbekommen,
also wir haben nicht so viel Kontakt oder so. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er auch bei Icon war und sowas. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Das ist krass, sehr krass. Ich habe ihn kennengelernt, bevor überhaupt Icon existiert hat und so. Und da habe ich halt seine Anfänge mitbekommen, beziehungsweise, ja, nicht seine kompletten Anfänge, aber ich habe damals auch so gehört, wie der schon rappt und so. Ich gebe dir teilweise recht, aber das Ding ist, manche Rapper, also du musst nicht, um erfolgreich zu sein, musst du nicht unbedingt der krasseste sein oder der einzigartigste sein. Sondern manchmal reicht es aus, wenn du der am härtesten arbeitende bist. Weißt du, ich meine? Und der konstanteste. Wenn du einen ganz langen Atem hast, so, dann wirst du es irgendwann schaffen. So, weißt du, ich meine? Richtig. Deswegen. Oder Hard Work ich fand's beats stark. Talent. Parts waren nice. Hook geht so. Ich finde, die Hook war ein bisschen, hätte so höher gehen können, so wie in deiner Bridge. Die Bridge-Melodie fand ich geiler als Hook irgendwie, ehrlich gesagt. Aber an sich stabil, so. Ja. So, Shorty, boah. The stage is yours. Alter. Oh, die kenne ich noch gar nicht, oder? Shorty? Ah, guck mal. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir kannten nur Kauter bisher. Cartago? Gerade bei dem Voice Crack voll die Edo Saya Vibes, Mann. Denn wenn du gehst, dann fehlst du. Kannst mir selber nicht erklären. Weißt du, dass es wehtut, wenn du nicht mehr hier bist. Baby, bitte geh nicht. Da, denn da. Wenn du gehst, dann fehlst du. Kannst mir selber nicht erklären. Weißt du, dass es wehtut, wenn du nicht mehr hier bist. Baby, bitte. Nicht allein, auch wenn's so scheint, als ob du gehen sollst, will ich immer, dass du bleibst, will ich immer, dass du weißt, ja, für immer war gemein. Wenn du mir nahe kommst, bändigst du das Chaos in meinem Schädel, wenn ich wieder mal nicht klarkomm. Mein Herz ein Tatort, Pfeile trennt von Amor. Ist es am Bluten, krieg ich Stunden keine Antwort. Pinke Herzen leuchten auf meinem Display. Wenn du rufst, wenn du schreibst, wo bist du? Ich bin im Stone, ich muss wieder mal ein Spliff drehen. In der Boot noch ein Zug, noch ein Baby, bitte geh! Schon wieder diese Edo-Saya-Vibes. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich kann jetzt auch eigentlich, glaube ich, nur mit Kauter vergleichen. Ne? Es ist leider nicht so meins, muss ich sagen, tatsächlich. Ich finde es interessant, was sie macht. Wie gesagt, es hat so leichte, wie soll ich sagen, leichte New Wave-Vibes, so auch von der Bearbeitung von der Stimme. Sehr, sehr stark bearbeitet, hört man raus. Passt aber voll zu dieser Mucke und so weiter. Aber es holt mich leider nicht ab, muss ich sagen, leider. Nee, tatsächlich nicht. Aber gute Energie hat sie, gute Energie, definitiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die wirklich Zuhörer dafür hat, auf jeden Fall, Mann. Die Hook klingt komplett von der Stimme komplett anders. Ja, also das liegt voll an der Bearbeitung, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ehrlich sagen, dass ich die Zeilen und so weiter leider auch nicht so wirklich fühle. Und manchmal, wenn sie dann eine Zeile beendet und der Reim irgendwie so, tut mir leid, ne, aber irgendwie achte ich halt trotzdem noch auf die Reime so ein bisschen und fand die, irgendwie zu platt. Aber gut, das ist bei den anderen wahrscheinlich auch nicht anders gewesen. Aber gerade bei dieser Musik irgendwie kommt das, ja, hört man das sehr raus. Nee, ich muss sagen, ich glaube, ich gehe auf Kauter, also ich bin da eher Team Kauter, würde ich jetzt mal sagen.
Wobei diese Pause aber auch cool war, ne? Also diese bum, geh da, ne? Diese, ah, das fand ich schon nice. Ist auf jeden Fall sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr zeitgemäß. Auch mit dieser, auch mit dem Instrumental und so weiter, das passt schon alles. Ist nur leider einfach nicht mein Geschmack, ne? Der Beat ist echt schön. Auch eine schöne Topline, Mann. Also, aber leider okay, nicht meins. Okay, Shorty. Also in erster Linie, es ist wahrscheinlich Musik, die nicht jedem direkt zusagt. Aber ich muss eingestehen, danke, ich dass du bin offen ein bist. Ganz großer Fan von dir. Weil cool. Ich weiß, was du machst. Und ich weiß, dass du eine ganz, ganz, ganz breite Masse ansprichst. Dein Auftreten war super diesmal. In der ersten Runde erinnere ich mich, du bist fast umgekippt und wir mussten fast einen Krankenwagen für dich holen. What? Aber diesmal warst du sehr selbstbewusst, du hast dich gefangen, du hast das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Bezüglich deiner Musik, ich habe auf jeden Fall richtig viel Schmerz rausgehört aus diesem Song. Und ich muss dir dafür ehrlich Props geben. Es ist wirklich privat, es ist nicht meine Musik, ich bin da ganz ehrlich. Aber wenn ich das objektiv betrachte, ist das für mich Kunst. Und ich muss dir ehrlich ganz viel Liebe und Zuspruch geben. Das finde ich sehr respektvoll. Es war von für Ihnen. Mich ein Komplettpaket. Finde ich schön. Es war für mich auch ein ganzer Song, um ehrlich zu sein. Ja? Ich will mal gucken, was meine Mitjuroren dazu sagen. Ja, guck mal, ich bin ein Fan von dir, Shorty. Guck mal, ich habe das erste, was ich geschrieben habe, ist, sie muss weiter. Ne? Bro, die hat wirklich es geschafft, mir einen Schmerz zu verpassen. Weißt du, was ich meine? Ich bin keiner, der so Breaking Heart Musik hört, so, weißt du, Herzschmerzmusik und so. Aber dieses Schreien, das klang alles so authentisch, weißt du? Ja, Mann. Und die Performance, diese Kombination einfach, weißt du? Also, boah, Alter, ich bin echt Fan von ihr jetzt schon. Und sie ist wirklich schon allein nur mit dieser Performance sie gehört mit zu meinen Favoriten jetzt schon. Safe. Yo, Shorty, was geht ab? Ich hoffe, dir geht's gut. Das freut mich. Ich kann mich größtenteils eigentlich den Jungs anschließen. Die Art von Musik, die du machst, höre ich persönlich nicht. Ich höre zum Beispiel sehr viel Heartbreak-Shit so, aber nicht diesen Stil. Aber ich finde, du machst diesen Stil sehr gut. Ich finde, du bist eine sehr coole Künstlerin. Der Song war geil. Du hast sehr cool performt und besonders, wenn man bedenkt, ne, ich war bei der letzten Runde nicht dabei, aber... Erste Runde, die ist fast vorm Fleisch gefallen. Wow, weil die zu krass performt hat, oder was? Nein, die war blass, die hatte Herzrasen gehabt. Ach, nervös, so? Richtig nervös. Okay, okay. Krass. Ja, dann Fieber des Grauens. Dann großen Respekt, sodass du dich dann so gesteigert hast. Ich finde ab und zu die Melodien ein bisschen zu monoton, vielleicht lag es auch an der Tonlage deiner Stimme oder... Weiß ich nicht, aber ansonsten habe ich nichts zu bemängeln an dir oder dem Song an sich. Ah, schon Entscheidung. Alter, ging aber schnell heute. Jungs, das ist eine verdammt schwere Boah, Runde. Boah, okay, wen würde ich denn nehmen, Alter? Ich glaube, ich würde Hamdi und Shorty nehmen, tatsächlich. Weil ich sie, also ich finde, sie hat was Besonderes. Sie hat sowas irgendwie, wie gesagt, in diese New Wave-Richtung, in diese, wie gesagt, ich hatte da diesen Edusaya-Vibe, ne, was auch sehr, sehr gut zu diesen Emotions passt, finde ich. Es war vom Sound her was Besonderes. Sowas habe ich zum Beispiel in dem ganzen Contest auch noch nicht gehört. Von daher glaube ich, auch wenn ich jetzt sagen würde, dass es da noch nicht meins war, aber ich glaube, die ist noch zu viel, viel mehr fähig. Deswegen glaube ich, ich würde sagen Hamdi und Shorty. Boah, und dann kommen wir halt weiter zu Obi. Obviously, wie ich es gesagt habe, eher ein Song, den ich privat hören würde. Ob man jetzt ist halt das Ding, ne? Ist es ein Contest, wo man dann eher darauf geht, wer am meisten zeigt und damit, sage ich mal, rockt, so, dann wäre meiner Meinung nach Hamdi weiter. Wenn es danach geht, was du privat eher hören würdest, sage ich ganz ehrlich, würde ich Obi und Le Malade nehmen. Würde ich die beiden nehmen. Wenn es aber um Contest geht und darum, was Besonderes, anders zu sein, etc., etc., dann würde ich Hamdi und Shorty, glaube ich, nehmen. Also das wäre so das wäre so meine Auswahl, was unglaublich schwierig ist. Deswegen bin ich auch echt froh, nicht in irgendeiner Jury zu sitzen. Ne? Aber ich glaube, so würde ich dann entscheiden, tatsächlich. Le Malade, geiler Style, einzigartig. Obi, sehr krasser Künstler. Einzigste ist die Entwicklung, die muss noch ein bisschen mehr kommen. Shorty,
also in ihrem Genre, wenn sie einmal funktioniert und ankommt. Ja, das meine ich halt. Dann ist Feierabend. Haben die super Hook, sehr starker Song, also ich glaube auch einer seiner stärksten Shorty Songs. Shorty auf so einem schönen Abtempo-Ding. Jungs, einen muss ich kündigen, Digga. Wer hat die Brücken gemacht, Digga? Ja, es ist echt wirklich. Bei mir ist wirklich auch, ich muss einfach sagen, dass ein Obi und Le Malade, da bin ich halt gespannt, wie die Entwicklung ist, ne? Ob da wirklich noch viel mehr geht. Weil Le Malade, natürlich auch mein Landsmann, ja. Aber wir machen hier keine Schiebung, es ist keine Vetternwirtschaft. Am Ende, die Jungs müssen abliefern, es geht hier um einiges. Hier waren wirklich viele Teilnehmer und wir sind, es wird immer schwieriger, sich zu entscheiden. Ich glaube, Malat und Obi ziehen hier für mich den Kürzeren, weil Shorty und Hamdi einfach so krass überzeugt haben. Also krass, genau was ich gesagt habe, die zwei Gruppen. Nicht, dass Obi Gruppen und Malat schlecht wären. So. Genau, ich hoffe, die zwei dass Gruppen. Ihr beide noch einen Joker Fuck. Bekommt. Aber ja, ich glaube, ich muss meiner Stimme einfach Shorty und Hamdi geben. Weil die vom Talent her okay. würde ich keinen mehr zuschreiben oder weniger zuschreiben. Also sind alle vier mega talentiert und ich denke, in anderen Runden hätten die alle auseinandergenommen. Aber in dieser gottverdammten Runde ist es ehrlich, ich weiß nicht, was ich machen soll, Bruder. Ja? Verstehe. Ich bin auch eher so mit dir, Shorty, Hamdi. Ich bin auch für Shorty und für Hamdi. Diese Runde. Gehst du mit? Ja. Krass. Okay, perfekt. Ich habe eine krasse Frage, ne? Ja, Bruder. Wenn Shorty, ne? Dieser Song von Shorty, ne? Wenn das nicht eine Frau wäre, die das performt hätte, sondern ein Mann, fändest du den genauso stark? Ich denke, also was mich am meisten an dem Song reizt, ist der Stil. Ja, wie sie es das meine ich auch. Genau das meine ich, weil es ist was anderes. Es ist nicht wieder Afro-Trap, es ist nicht wieder das, es ist nicht wieder das, sondern es ist wirklich ihr eigenes Ding und das macht das halt besonders. So, ne? Um das Geschlecht, um ehrlich zu sein, es geht eher so um den... Das heißt, wenn ein Mann das gemacht hätte, hättest du genauso gefeiert? Also wenn er es genau in diesem Stil gemacht hätte. Ja, ja, ich feiere den Stil, ja. Ja, doch. Okay. Weil ich finde, das ist einzigartig. Mhm. Also ich erinnere mich jetzt genau. in der Top 25, die wir im Endeffekt haben werden, keiner fährt so genau ja, diese Schiene. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir nicht geblendet werden. Ja, klar, so. Klar, nee, safe. Ich glaube auch, dass kein Song so, wenn der im Radio zum Beispiel laufen würde, ich würde den nicht skippen, Bruder. Weißt du? Weil ich habe das Gefühl, da hat mir jemand was zu erzählen. Jemand will sich mitteilen, so. Hör mir zu. Weißt du, da ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit, ein Schrei nach Gehör. Und Musik ist einfach ein Sprachrohr. Durch diese raue Stimme und dieses... Baby, bitte geh! Nein, das war geil. Das ist geil! Das hat mich gecatcht. Das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe. Hört euch mal Edo Saya an. Ich verstehe das so. Nee, das muss so sein. Auf ja, jeden Fall. Ja, ja. Ich hätte nur gewünscht, dass es ein bisschen verständlicher richtig. Ist. Richtig. Nee, ich verstehe dich vollkommen. Und ich habe so in meinem Kopf die Vision, ich teile sie einfach ehrlich. Ich sehe so ihre Zielgruppe. Und wenn sie genau diese Leute trifft, wenn wir ihr die Plattform geben und die trifft, die geht durch. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die geht durch. So. Wo stehen wir jetzt gerade? Shorty, es ist halt auch zeitgemäß, Shorty, ne? Shorty haben die. Es ist eigentlich egal, Bruder. Ja, es ist schon okay, vorbei. Okay, wenn der eh durch ist, schon durch, dann gebe ich meine Stimme einfach aus Prinzip Malat. Okay, tamam. Okay, ey Jungs, dann ist es soweit. Wir sind am Ende. Shorty, Hamdi, ich bedanke mich. Obi, Malat, ich bedanke mich herzlich. Wir sehen uns in der nächsten Runde, Shorty und Hamdi. Boah, war schon eine schwierige Runde, muss ich sagen. Alter. Holy. Ja, ja. Das dachte ich mir schon. Krass. Genau die zwei Gruppen, ne? Der Joker. Oh, das kommt jetzt auch schon. Fuck. Okay. Jetzt wird's spannend. Okay, Leute, willkommen zurück zur Runde 2 von Rap La Rue. Und wir haben uns nochmal zusammengeschlossen und mal alle Namen durchgegangen, die wir eigentlich rausgewählt haben. Und haben geguckt, okay, wer hat vielleicht nochmal einen Joker verdient? Und die Liste geht wie folgt. Boah, also jeder hat sich für einen Namen so mäßig entschieden. Wir haben aber 5 Joker, darum... Wer will 2 haben, Jungs? Du, Bruder. So, ich? Einfach? Safe. Ich will dich tragen, mein Bruder. Ich will gut. Dich in deine Haut stecken. Wir haben uns ja so ein bisschen besprochen gerade. Omar, willst du anfangen? Deinen Joker gibst du an? Boah, jetzt bin ich gespannt. Mein ne? Joker ist, wenn ich mich recht entsinne, recht noch erinnere, der Amen. Boah! Ah, Amen! 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 Okay, okay.
Hatten wir schon mit gerechnet, glaube ich. Hatten wir mit gerechnet, dass da ein Joker kommt. Ich würde sagen Sugar. Ja. Bruder, wir haben die ganzen Kandidaten gehört. Ich finde, wir haben wirklich unser Bestes heute auch gegeben, fair zu sein, korrekt zu sein und auch etwas mitzugeben, vor allem. Ja. Und in meinem Herzen ist natürlich ein Kandidat, ja, den ich nicht einfach so gehen lassen wollte. Wenn ich einen Joker habe, dann geht der an Le Malat. Ach was! Glückwunsch, Le Malat. Herzlich willkommen, mein Bruder. Glückwunsch. Krass, sogar aus der Runde sogar. Okay. Ja. Ich würde sagen, ich sag einen, dann sagst du den nächsten und dann sage ich den letzten. Es gibt einen Kandidaten, er ist eine Person, nur wenn er in den Raum kommt, spürst du seine Aura. Er bringt Street Credibility mit und ist in meinen Augen die authentischste Person, Gio? Die wir aktuell bei Rap Lavue haben. Ein echter Street-Rap-Artist. Ah. Gio, mein Bra! Ich wusste es. Joker Cousin! Ich wusste es. Hab ich am Anfang schon gesagt. Ich dachte mir das schon, Alter. Oh, Flo! Dankeschön für deinen Raid, mein Guter. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay, Bruder. Okay, das habe ich mir sogar am Anfang gedacht. Leicht, ja. Unter all den Namen so, weil der mir einfach am meisten gefallen hat. Ich fand ihn einfach zu stark, um einfach gehen zu lassen. Und wir waren uns ja auch, als wir ihn rausgewählt haben, waren wir uns nicht super einig. Alle mochten ihn. Und mein Joker geht an Black Retriever. Herzlichen Glückwunsch, mein Bruder. Den habe ich ja gar nicht mehr auf dem Kopf gehabt. Black Retriever. Starke Auswahl, Mann. Geil. Den habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Stimmt. So. Sehr nice. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Der letzte Joker. Und für mich ein sehr krasser Rapper. Hm? Ja. Er bringt einen coolen Vibe mit sich. Ich liebe es, wenn er singt. Spaß. Uzi! Ich wusste letzter es. Joker! haben wir auch genannt. Sehr schön. Ja, damit sind safe alle weiter, die wir uns in den Runden sogar schon gedacht haben, ne? Ja. Oh, geil gemacht, ja. Ja, Black Retriever, Alter. Geil, das war's dann wohl erstmal mit dieser Runde. Habt ihr schon irgendwelche Infos, wie es weitergeht oder wann es weitergeht oder irgendwie sowas? Habt ihr da schon irgendwas?